Und herzlich willkommen zur 13. Zur 13. Folge, mein Ace, hallo. Ja. Gestern die Folge fiel ja ein kleines bisschen kürzer aus. Ach Gott, Leute, ihr wisst gar nicht, wie mich diese klitzekleine Kleinigkeit frustriert hat. aber gut. Ich hab mir die Axt und die Axt jetzt einfach gemietet. Ist mir eigentlich scheißegal. Ja. Und ich würde mal sagen, dass wir weitermachen, wo wir aufgehört haben. Irgendwie, wir gehen jetzt erstmal das Feld ernten und das davor machen. Ja. Ja, Folge. Ich hätte der Fehler echt genervt. Es kann vielleicht wirklich sein, weil ich irgendwie... Eigentlich sollte nicht, weil ich meine ID... Meinen Namen ja geändert in Minecraft. Hat er mich dann vorgestern zum ersten Mal im Launcher so eingeloggt. Ich hoffe einfach, der Fehler wird nie wieder auftauchen. Wenn doch, dann frustriere ich. Richtig. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig mir diese Welt hier ist. Also... Rumpel hat mich ein bisschen erlebt. Der hat mich... Keine Ahnung, ob es Absicht war oder nicht, habe ich am Abend noch die A genötigt. Eigentlich ganz gut. Was gemacht, dann haben wir unter noch den Stream wieder geguckt. Overwatch Stream. War wieder recht interessant. Wir haben echt gemerkt, dass wir, gerade was Widowmaker und sowas angeht, echt ein sauschlechtes Aim haben. Wir wussten das vorher schon, aber... noch deutlicher. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. Sonst wenn man mit jemandem zusammen was guckt, so online. Echt interessant, sage ich euch. Probiert das mit euren Freunden ruhig mal aus. Also. Ich finde es spaßig. So. Ja, da wurde mir fürs Haus was geratschlagt. Ja, so ein Holzrand drumrum machen sollte, fände ich merkwürdig, glaube ich. Fände ich, glaube ich, wirklich merkwürdig. Ich lasse das Dach erstmal so. Ich habe es hinten auch noch nicht fertig gemacht. Von daher... Oh, geht schon. Was eine Mission sein könnte, wir könnten mal einschalten. Ich glaube, das ist eine gute Mission. Wir holen mal ein zweites Schaf. Irgendwo hier hinten waren noch welche. Irgendwie sehe ich wieder nur ganz viele Schweine. Ach ja. Ich habe die letzte Staffel Doctor Who gerade eben auch zu Ende geguckt. Wir haben jetzt übrigens 10 Uhr morgens, also ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich finde auch ganz gut so. Ich mache hier echt einen auf Maudado. Ja. Kann so funktionieren. Hier war doch irgendwo ein Schaf. Mann. Nur Schweine. Merkt euch jetzt mal ein bisschen aus hier. Ätzend. 3 Millionen Schweine hier. Ich will keine Schweine, ich will Schafe. Schwarze Schwein. Schwarze Schafe. So. Dann haben wir auch erstmal wieder Essen. Ich weiß, dass hier... Hier lief doch irgendwo ein Schaf rum. Bäume? Nein, oh. Ich dachte, das wären vielleicht andere Bäume. Sind sie aber nicht. Hier finde ich ein Schaf rum. Oh, das ist... Also, das ist doch echt nicht normal. Ja, okay, ist in dem Biom vielleicht normal. Ah, da waren wir drin. Ja, aber wenn wir da drin waren, hier war noch ein Schaf. I know this. Who is this? Ich verstehe es nicht. Ja, deine Freunde sterben.
echt nur Schweine. Ich will doch nur ein weiteres Schaf, bitte. Eins. Wenn nicht. Mehr brauche ich gar nicht. Ein verfluchtes Schaf. Ist die auf der Karte vielleicht? Na, leider nicht. Ist gleich auch schon wieder dunkel. Sonst kein Schaf, kein Hühnchen. Das Plain-Biom ist echt schrecklich. Noch mehr Schwein. Musste die Anfangsschäfchen doch killen. Hätte ich kein Bett gehabt. Oh, wandern wir wieder nach Hause. Und gehen dann wieder Schaf suchen. Ups. Wo war ich? Achso, letzte Folge Dr. Who. Letzte Staffel. Ich finde die echt gut und die Worte der Staffel, die finde ich echt, echt gelungen. Also der Aufsetzer und womit es dann endet. Gut, die debattieren die Worte dann wieder mit denen zurück, aber ja, ich finde es trotzdem gut. Ihr könnt ja mal ein bisschen googeln. Ich will da jetzt auch nicht zu viel rumsbohren. Du musst irgendwo ein Schaf sein. Wir werden jetzt ein Schaf finden, ich weiß das. Ich suche ein Schaf und wenn es das letzte ist, was ich in dieser Folge tue. Ich will es auch das einzigste und letzte sein, was ich tue. Aber dann ist das ab. Ich habe doch Schaf, einen Schaf gesehen. Weiß das? Wolf. Ah, toll. Diese Wölfe. Bitte, diese Wölfe haben dieses Schaf gefressen. Ah, Rumblebees ist echt schrecklich. Wir müssen uns dann auf jeden Fall auch noch einen Wolf halten. Den werde ich natürlich tun. Apropos Wolf. Es wurde auch gefragt, ob Rumblebeast bei dem Projekt mitmachen würde. Ich weiß nicht, ob er dieses guckt oder nicht guckt. Aber er kann ja gerne mal unter die Folge schreiben, wann, wieso, weshalb, warum. Oder wenn nicht, wenn nach ein paar Tagen nichts kommt, dann ihn halt nochmal selbst. Ich schaue ja auch nicht alles von ihm. Ja. Ich kann ihn fragen, ob er mitmachen möchte, aber dann müsste ich das Ganze auch wieder auf den Server aufsetzen. Wie gesagt, es läuft halt momentan alles lokal. Es ist kein Server. Wenn ihr bettelt und bittet, dann wird daraus auch kein Server. Ich möchte jetzt nur noch mal feststellen. Ah. Oh, Schafe. Sehr schön. Wie viele auch. So, meine Lieben. Hallo. Weiß, ihr mit Weizen. Mit. Ihr schwimmt doch so gerne. Weiß das. Kommt. Mietz, mietz. Ihr Probleme mit dem Schwimmen, ne? Ich merke das schon. In Ordnung, wir gehen außen rum. Kommt. Ach, wobei, ich brauche nur eins. Komm mal mit. Kommt. So viele Schafe benötige ich ja gar nicht. Kommst du? Ah, braves Schaf. Würdest du bitte mitkommen? Hallo? 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 Komm. Ihr guckt nicht nur, lauf. Schaf? Aha. Komm. Los. Bei Fuß. Ach, Schäfchen. Komm. Futtig. Komm her. Hallo? Willst du wohl kommen? Schaf. Ja, braves Schaf. Komm.
Komm. Komm. Schaff. Komm. Nicht herumschwimmen. Komm, schaffst das? Ah. Meter, komm. Komm, 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 komm. Hast gleich. Ja. Passt. Komm. Mal, war doch gar nicht so schwer. Allerdings musst du hier nochmal schwimmen. Schaffst du, oder? Komm. Hab Vertrauen in dich, Schäfchen. Braves Schäfchen. Die müsste so untergehen. Die Wolle sollte richtig schwer sein. Komm. Umtänzeln, du Schiedeschaf. Braves Schäfchen. Komm. Oh Gott, müssen wir weit wandern. Kriegen wir ein Schäfchen. Komm. Wir sind fast da, komm. Also, folgt mir. Ah, habe ich scharf. Im Lasso wäre es natürlich leichter, aber habe ich im Moment nicht. Komm. Ja, brav. Können wir auch gleich mal gucken, ob wir uns einen Wolf holen können oder nicht. Eine an. Ach, wir sind da. Sehr schön. Nein, komm doch. Ja. Nicht da stehen bleiben. Komm. Schäfchen. Nein. Hier. Hallo. Schäfchen. Aha. Mann, seid ihr doof. Nein, 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 geh da rein. Komm, komm, komm. Ah, braves Schäfchen. Nein, 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 nein. Komm hier hin. Na, kommt doch hier rein. Hier rein, bitte. Er hat die dümmsten Schafe, die ich jemals gesehen habe. Tut mir leid, aber ist echt so. So, hier rein. Kommt. Oh, schön da drin bleiben. Mal, sicher ist sicher. So. Ach, da haben wir zumindest schon mal zwei Schäfchen. Das ist ein Anfang. So, Mission 1 erfüllt. Jetzt gucken wir mal, ob wir Knochen haben. Aber ich glaube, wir hatten nicht viele Knochen. Und ich muss hier echt mal ausleuchten. Ich muss das noch richtig machen, aber... Das erste muss ja auf jeden Fall ein bisschen ausgeleuchtet sein. Nicht, dass hier alles voller Monster ist. Geh mal reinkommen. Überleg auch wieder, ob ich das Mob-Greasing ausmachen soll, aber ich glaube, das funktioniert auch ohne. Ich habe auch Torches drin, die Monster entfernen. Sind aber ziemlich teuer. Die muss ich noch herstellen. So, das packen wir jetzt mal hier rein. Ich. Das kommt die Reserve hier rein. Nein, die dürfen noch kein Baby machen. Alles mit der Zeit. So. Achso, Knochen. Wieder vergessen, was ich wollte. Oh, wir haben einen Knochen. Echt nicht viel. Der wird definitiv nicht reichen, um uns einen Rumblebeast zu nehmen. Gut. Dann war es das erstmal mit dem. Zwei Schafe haben wir. Check. Die. Lamas, die... Das wird noch dauern. Also die sind so weit weg. Die will ich jetzt nicht holen. Ich will auch am liebsten noch Pferde dann haben. Wir können mal ein bisschen Holz hacken. Denn ich habe auch das Holz verloren. Mein ganzes Inventar, auch das hier in der Kiste war, ist so merkwürdig.
Das ist echt, ich denke mal, er hat mich echt irgendwie als neuen Spieler erkannt. Weil der Mod nach Namen geht, statt nach ID. Weil meine ID hat sich definitiv nicht geändert. Immer ist irgendwie noch ein Mod, alten Eisen oder so. Namen nimmt statt. So. Dann haben wir hier ganz viel dunkles Holz. Das ist schon mal auch ganz gut. Aber ich denke mal, das Holz wurde gemeint, womit ich die Treppen machen soll. Ich glaube, das sieht echt nicht aus. Jetzt auch nicht gegoogelt, sowas aussieht oder getestet. Ich würde schon gerne ein normales Steindach haben. Gucken, vielleicht nehme ich hinterher andere Steine und damit Akzente setzen. Aber vorerst finde ich das, glaube ich, ganz gut, so wie es ist. Wobei irgendeine Kleinigkeit stört mich, aber das wird mir schon noch auffallen. Ach, Leute, Leute, Leute. Ich bin immer noch von gestern total gestresst. Also, dieser eine Drecksbug, der hat mir den ganzen Tag versaut. Das heißt, den ganzen Tag, den Abend dann hinterher. Ich hasse Minecraft total, wirklich. Aber gib mir diese Welt jetzt hier verloren, dann raste ich aus. Dann laufe ich amok. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ganz viele Fleckenschäfchen. Ganz mal wieder ein paar Bäumchen hier. Zack. 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 So ein. So. So. War auf jeden Fall genug. Sehr schön. Ich würde mal fast sagen, die Folge lassen wir jetzt mal bei 16 Minuten ausnahmsweise. Und da muss ich gucken, was ich für Morgen mache. Eigentlich könnte ich hier noch zu. Mach das da weg. Ich glaube, ich mach das da weg und gehe dann hier so hoch. Da. Sieht das aus? Ja, wo die Folge beenden ist, fange ich an zu bauen, ist klar. So. Mal schlafen. Mit der Axt in Hand. Sieht das schlimm aus? Nee, also das setzt auf jeden Fall Akzente. Und es macht etwas asymmetrisch, was ich ganz gut finde. Ah, jetzt hätte ich noch Stämme gebraucht. Mist. Nur halb so wild. Die setze ich später. Die sieht man ja von außen nicht. So. Ich denke, das sollte gut aussehen. Ich könnte gerne mal sagen, in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ja, ich finde das gut. Da kommt dann hinterher noch die Tür hin. Aber das kommt nämlich auch weg. Ja, das ist gut. Werd hinterher sowieso noch irgendwie so ein bisschen in irgendeine Richtung dann ein Fenster machen. Das heißt, das geht dann hier nochmal so gerade und dann doppelspitz, merkwürdig, Dach, keine Ahnung, wie sie das sind. Ja, aber das geht, glaube ich. Dann sieht man auch, dass man da rein kann. Da kommt auch noch ein Fenster hin, würde ich mal fest meinen. Ich glaube, hier kann man so... Wackeln mal eins. Ja. Kommen später noch andere Lampen hin. Erst muss das so bleiben. Lieber keine Monster als ein Licht. War das richtig? Ich hoffe.
Dann würde ich einfach fast sagen, dass wir da jetzt eine Zwischendecke ziehen. Ich weiß nicht, wie das hiermit aussieht. Aber einfach, ne? Ich wollte die Folge beenden und jetzt fange ich an zu bauen. Ist hier auch egal. Eigentlich sollte man keine dunkle Decke nehmen. Nee, wir machen lieber einen dunklen Boden. Dunkler Boden ist besser als dunkle Decke. Wir haben Birke. Haben wir noch Birke? Hier haben wir Birke. Das denn auch? Ja, doch, das geht, glaube ich. Besser als das Dunkle. Down und rein und ja, das geht. Der Boden wird dann dunkler, da kommt vermutlich dann auch noch Teppich oder sowas hin. Und dann haben wir hier zumindest schon mal zwei Etagen. Passt das von der Höhe? Kann ich da noch was bauen? Ja, definitiv. Sehr schön, dann gehen wir noch ein bisschen Birke holen. Birkensetzlinge, dann kann ich irgendwie auch mal so einen kleinen Birkenwald setzen. Mich beschäftigen gerade die Birkenbäume, das ist unglaublich. Habe ich ein bisschen den Faden verloren, ne? Ich schau mal kurz, ob ich eine Frage habe. Stream, bla bla bla. Slime Lock. Ah, okay. Bla. Bild. Ja, mein Schluss mit Rumblebees und Streams. Ich habe vielleicht vor. Also, bis gerade eben hatte ich zumindest vor, jetzt am Sonntag zu streamen, aber gerade will ich da nichts versprechen, weil die Birkenbäume. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen im Brain auf. Falscher Baum. Die Birke noch um. Die Folge jetzt abbrechen und. Nein, aber wir machen die jetzt noch fertig und machen die Decke. Ihr müsst mich gerade kurz so komisch erleben. Wisst ihr auch, warum ich manchmal nicht aufnehme? Oder warum erst so spät oder sowas? Gestern der Tag tat mir echt nicht gut. Ich merke das. So. Sollte aber genügen. An Holz. Würde ich hoffen. Das sieht auch komisch aus. Noch optimieren. So. Ja, das genügt. So. Das sollte schon sogar schon reichen, glaube ich. Fleisch, lecker, lecker. So. Dann setzen wir jetzt hier voll. Ach nee, das ist Wand, das bleibt erstmal. Ja, genau. Irgendwo dann, da mache ich dann eine Treppe oder sowas rein. Ich weiß noch nicht, eine Treppe oder eine einfache Leiter. Eine einfache Leiter kann ich, glaube ich, auch. Auch noch zwischenstrebend mit den Holzstämmen. Auch gerade habe ich ja im Moment keinen, deswegen erstmal nur Decke. Sehr gut. Ah, okay, das hat doch nicht genügt.
doch nicht gereicht. Hat nicht genügt. So. Ich wurde übrigens auch gefragt, ob ich mal textmäßig was machen kann. Ja, theoretisch schon. Praktisch. Mal gucken. So Vorlesetechnik. So, das sieht doch relativ gut. Ja, machen wir erstmal so. Ah, das passt auf jeden Fall. War jetzt so ein bisschen von außen, aber ne, schon. Will ich noch Vorhänge vormachen? Ja, das ist von der Höhe her, ist das auf jeden Fall ausreichend. Wir machen jetzt provisorisch einfach mal. Gehen die so? Ja, drei sollten reichen. Die machen wir einfach. Ja. Hier hin. Ja? Ich glaube ja. Kann ich nämlich nach oben und ausleuchten. Vielleicht ganz so unwichtig. Ah, das nervt mich hier beim Shader so ein bisschen. Ihr seht, was ich mache. Ne? Ein bisschen komisch aus. So. Sollten hier auf jeden Fall keine Monster spawnen, hoffe ich. Doch, dann raste ich aus. Ja, da kommt noch ein Stamm hin. Dann habe ich hier noch Zimmerchen, die ich nutzen kann. Eventuell mache ich hier mit Half Slabs auch noch, mit Treppen auch noch mal das hier so. Ihr wisst schon, hier draußen. Jetzt einfach gerutscht oder was? Probiert. Wie hebt das? Mich juckt jetzt kurz, ob den Lichtbug behebt oder nicht. Lichtbug nervt mich da oben so ein klitzekleines bisschen. Nein. So nicht. Das ist zumindest nicht mehr ganz so schlimm. Ja, machen wir noch mehr. Und sobald wir das fertig haben, beende ich diesmal wirklich die Folge. Genügen. Machen wir noch ein paar. Geiz ist nicht geil. Also hauen wir einfach mal ein paar Treppen raus. Aufpassen, dann kann ich nämlich da keine Fackeln mehr hinsetzen. Und es behebt den Lichtbug nicht so ganz wirklich. Weil er macht ihn etwas erträglicher. Dann fällt er nicht mehr ganz so auf. Nee. Was die da machen sollen. Ich könnte das auch komplett smooth machen, also Bizzle und Bits und sowas. Aber ich möchte das Minecraft-Feeling, hier eigentlich herrscht, möchte ich nicht so ganz entfernen. Deswegen darf es ruhig immer eckig und kantig bleiben, denn Minecraft ist nun mal eckig und kantig. Da muss man mit leben. So. Da eine Fackel und haben wir einen Mittelpunkt. Wir haben sogar einen Mittelpunkt. Das ist sehr schön. Gut. Dann sind wir bei 29. Oh. Ups. 29 Minuten. Ich habe keine Ahnung, was ich in der Folge getan habe, aber ich hoffe, es war gut. Und ihr habt euch ein bisschen verhalten gefühlt, bis ich so irgendwie. Hat es mein Zeitgefühl auch komplett weg. Gut. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bleibt immer schön Bambus, euer Paragon und tschüss.